Okay, Trompeten, damit haben sie mich wieder. Tröten sind und amazing. Bleiben amazing. Und alle! Den habe ich ja ganz vergessen. Ich verstehe es nicht, England. Oh. Wenn man denkt, man hat es geschafft, dann kommt ja, noch England. Dann kommt immer noch England. Die Engländer können richtig gut Pop. Und das ist eine schöne Pop-Nummer. Wer jetzt nicht mitmacht, den komme ich persönlich abholen. Ja, wir wippen wieder mit, das heißt, es ist nicht so schlecht. Eine Stimme, die einem richtig abholt. Das passt total in diese Genre. Irgendwo aus dem Internet runtergeladene Sounds, die niemand mehr hören möchte. Ja. Können wir, also wir müssen es jetzt nicht zu Ende hören. Danke. Das ist ein typischer Party-Song irgendwie, ne? Ja, so, das ist so ein Club irgendwie, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich war noch nie im Club. Ja, merke ich schon. Warst du schon mal im Club? This is great background music for a lot of activities. Eine gute Laune-Nummer, finde ich. While you cook your dinner. Um Spaß haben. While you clean your room. Zum Tanzen. While you take the kids to school. Und eine schöne Geschwindigkeit. Kennst du das, dass du einen Song nur gut findest, weil du weißt, dass ein Freund vor dir den gut findet? Meine neue Nummer 1. Großbritannien. Ja. Ich finde es wirklich absolut klasse. Es hat sich direkt von 0 auf meine persönliche 1 katapultiert. Weil ich das überhaupt nicht fühle. Aber wenn ich mir von meinem geistigen Auge, also Benny ist halt der Chefredakteur von ESC Kompakt, wenn ich so sehe, wie er dazu abgeht, finde ich den auch gleich ein bisschen besser. Der Song steht, es geht auf, es hat auch diese Bläse-Section, die Blechbläser kommen. Ich glaube, sie müssen diesen Song komplett über die Trompeten und das Saxophon verkaufen. Und auch den Sänger weg. Sänger weg. I tend to vote for voice and song as opposed to like trumpet player. Guck doch mal, wie der sich bewegt, der fühlt sich doch total unwohl. Er ist vielleicht auch eher so ein Typ, wenn er auf der Bühne ist, entweder mit irgendeinem Instrument oder halt ruhig. Ich sehe den Mann. Und ich stelle mir den auf der Bühne vor und ich sehe Platz 26. Und ich befürchte, die werden DJ auf die Bühne stellen. Wenn du das machst, hast du automatisch verloren. Ich kriege immer Ärger. Die sagen immer, ich bin zu hart. Wer? Die ESC-Fans. Schreiben ganz oft, Tommy, du bist zu hart. Aber tut mir leid, das ist halt scheiße. Also die Geschichte erklärt mir nicht, worum es geht. Ist er im Club? Ist er ein Autofreak? Mag er Posaunen? The song is all about the fire burning in a long-term relationship. You may be together for a long time, but you can still have that fire. You can still have that fuego, those embers burning. This has a very positive message. Staying together, staying true, and keeping it hot and spicy. Es ist ein guter Versuch. Und es ist gute Laune vor allem. Ja. Und das ist dieses Jahr wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und wir freuen uns auch für Großbritannien, dass sie mal einen Song schicken, bei dem man nicht von vornherein sagt, Der hat diese Soul Groove total im Blut und er lebt das aus. Und es gibt wenige groovige Beiträge oft beim ESC. Das ist oft so ein statischer Beat. Und hier hat man so wirklich so ein pumpige Groove da, die er voll mitmacht und auslebt. So möchte ich das haben. So freue ich mich über Beiträge. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Also, gefällt mir, mag ich gerne. Ja, 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 ja. Das ist eine gute Dance-Nummer, solide. Vielleicht gehen die Leute mit. Ja, schön. Mit Bläsern und allem, was dazugehört. Ja. Ja. Ja, 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 ja. The UK can feel proud of this. Und wie fanden Sie den Song so? Ja!